Und hier kommt ein Pfeil. Was heißt dieser Pfeil? Das ist doch nicht das Verlassen des... Ist aus dem Hospital damit gemeint? Das glaube ich eher nicht. Das wäre ein wenig seltsam dann doch. Was haben wir hier? Hier haben wir nur so eine kleine Route. Quasi eine kleine Seitenstraße nur. Hier hätten wir theoretisch eine Kreuzung, ne? Das ist der Markt. Das passt hier nicht. Nee, nee, du, das passt hier nicht. Wow, ups, wo laufe ich denn hin? Besser die Augen offen halten. Okay, dann gehen wir mal woanders hin und schauen uns woanders um. Das muss ja irgendwo in Whitechapel liegen. Würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Ja. Ist das hier irgendwie... Nee. Nee, nee, nee. Guck mal, hier haben wir so eine S-Straße, ne? Hier haben wir so eine S-Straße. Wenn ich diese S-Straße, wenn die jetzt hier so endet, dann gehe ich hier hoch. Da lang. Dann komme ich hier hin. Dann komme ich hier raus. Aber dann müsste ich hier nach links, ja. Hier ist nichts Interessantes. Das passt doch nicht. Ups. Kann ich das hiermit irgendwie in Einklang bringen? Ach, ist das hier die Kreuzung vielleicht? Und hier ist irgendwo da so eine Route. Und hier eine Kreuzung. Dass das die Kreuzung ist und hier eine Route, die wir natürlich so nicht haben und nicht kennen. Ups, 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 ups. Das ist komisch wieder. Wir sollen diesen Ort finden, aber wo ist dieser Ort? Okay, das ist ein wenig komisch. Ja, komm. Ach, mit dir kann ich wieder nicht reden. Da rennen Mäuse umher. Lalala, sag mir nicht, dass es am Ende dieses China-Haus hier ist.
Burner Street. Das kann ich mir aber ja nicht vorstellen. Ach, ich bin so ein Volltrottel. Das ist der Friedhof. Ach Gott, bin ich ein Hornochse. Das ist das Grundstück des Friedhofes, was da aufgezeichnet war. Ach ja, Moment, Leute, wir sind dann gleich da. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ach, ich dachte, das wäre eine der Straßen, habe es mit der Straßenkarte verglichen. Hier ist es, hier. Da seht ihr. Oh, ich nehme schon mal einen der Schlüssel. Hier die Hütte. Ausgezeichnet. Affen. Ah. Oh. Oh. Cool. Das ist die eingezeichnete Stelle auf der Karte. Durchsuchen wir jeden Winkel, Watson. Oh, was für ein Durcheinander. Lass mich doch erstmal reingehen, Watson, bevor du direkt am Nörgeln bist. Oh. Hinweis an alle Friedhofarbeiter. Der Baum der Verliebten muss. Wie kann es sein, dass auf dem Friedhof kein Platz mehr ist? Ich habe versehentlich weggeklickt. Der Baum der Verliebten muss gefällt werden, um Platz für ein weiteres Grab zu schaffen. Wenn die Hungersnot nicht bald endet, müssen wir mit weiterer Kundschaft rechnen. Leiter P. Long. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht doch. Säcke voller Nägel. Und zwar nicht wenige. Da ist ein großer Spalt. Ich brauche einen dünnen Gegenstand. Einen dünnen Gegenstand? Vielleicht das hier? Vor kurzem wurde hier ein Loch reingemacht. In dem Loch liegt ein Sack. Sehen wir nach, was drin ist. Ha! Was? Ich wollte tun, was du gesagt hast, aber es hat nicht alles reingepasst. Deswegen habe ich den Kasten genommen und den Rest bei den beiden Neuankömmlingen Romeo und Julia versteckt. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Diese Nachricht bestätigt, dass wir auf der richtigen Spur sind. Romeo und Julia, die beiden Liebenden, die sich vergiftet haben. Selbstmord, natürlich. Wertvolle Gegenstände. Aber warum sind sie hier? Säcke voller Nägel. Und zwar nicht wenige. Okay. Sehen Sie, die Kiste wurde am Boden festgenagelt. Sie wurde so platziert, dass sie niemand bewegen oder öffnen kann. Weil das ja auch überhaupt nicht auffällig ist oder so. Sehen Sie. Ja, das haben wir doch schon, die Info. Noch irgendwas? Noch irgendwas? Kann ich hier noch irgendwie was machen? Nee. Aber Romeo und Julia. Moment mal, wie war die Liste der Todesfälle? Da. Sally Petticott und John Hamilton. Wir müssen Sally Petticott und John Hamilton finden. Gott, wir können hier überhaupt keine der Namen lesen. Wie sollen wir denn Sally Petticott und John Hamilton so finden? Aber irgendwie muss das ja gehen. Total vergilbte Steine. Das hier sieht nach neuen Gräbern aus. Weil da noch der Kies ist. Wir sind sehr respektvoll, wir trampeln hier auf den ganzen Gräbern umher oder so. Das ist genau das, was man machen sollte. Können wir
so rüber. Ah. Sally und John, Julia und Edwin. Da. Da ist ja unser Baum. Sehen wir uns die Inschriften genauer an. Sally und John. Das war die letzte Inschrift. Sally und John wurde hier eingeritzt. Als Symbol ihrer Liebe. Ha! Da, das ist das Grab. Ach, das Logo mussten wir finden. Nee, okay. Ja, hier muss es sein. Ich brauche etwas. Gut, dann besorgen wir uns jetzt die Schaufel. Und dann wird hier exhumiert. Schaufel gehört den Friedhofsarbeitern. Sie machen mir Angst, Holmes. Ah, wie war nochmal der richtige Begriff, wenn man ein Grab wieder öffnet? Exhumiert. Oh Gott, naja, ihr wisst, wir buddeln aus. Das muss das Grab sein. Schnell, Watson, graben Sie. Wie Sie meinen, Holmes. Sehen Sie, ein Metallkasten. Oh Gott, und natürlich ist das wieder ein Geheimnis-Metallkasten. Das Schloss dieses Metallkastens ist ziemlich komplex. Er stammt aus einer Bank. Die Verbrecher müssen ihn nach einem Überfall hier versteckt haben. Okay. Royal Bank, da haben wir unten die Nummer. Wie funktioniert das denn? Nehmen. Ah, bewegen. Ah. So geht es. Ach Gott, man muss immer zwei nehmen und bewegen. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ich muss die 8 zu der 7 kriegen. Wie kriege ich denn das am besten hin? Besten wahrscheinlich so. So. So wird das nichts. Ich muss. Ja. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ups. Na, komm. So. Ha! Jetzt haben wir schon mal 7, 8. Das kann ich mal hier drüben lassen. Dann habe ich hier 2 und 3. Ach, Mist. Ach Mist, so funktioniert das nicht. Ah, Moment, doch so kann ich hier runter. Kann dann hier hin, dann habe ich die 2 und die 3. Das Problem sind solche Einzelnen. Die muss ich verhindern. So. Ach, Mist. So funktioniert es nicht, aber so kann ich die 2 und die 3 schon mal zusammen dorthin tun. Jetzt muss ich das mal dahin tun. Und jetzt lasse ich das mal so rüberrutschen. Und das lasse ich mal hier hin rüberrutschen. Okay, gut. Jetzt nehmen wir das mal runter. Dann nehme ich das dahin. Das dorthin. Und
Lass das mal dorthin wandern und so und so. Okay, das ist noch nicht ganz perfekt. Das ist aber auch nicht schlecht bis jetzt. Ha! Guck mal, da habe ich schon mal 7, 8, 2, 3. 6, 4 habe ich auch und nur die 5, 4 müsste ich verdrehen. Ach, verflucht. Verflucht. So nah, doch so fern. Wie kriege ich das denn zurückgedreht jetzt? Wie kriege ich das denn jetzt gedreht? Dafür muss ich hier gerade mal opfern. Muss ich das mal so machen? Muss das so machen und so. So habe ich schon mal die wieder zusammen. Habe ich das zusammen. Jetzt brauche ich 2, 3. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rätsel überspringen? Nee, nee. Nee, das will ich nicht.